Servus Leute, was geht? Mein Name ist Exefanta und ich habe heute für euch Call of Duty Black Ops 2 Stellung auf der Map Slums, und das ist keines dieser normalen Gameplays, wo ich euch zeige, wie ich die Gegner extrem vernichte und mich dran aufgeil und irgendwie virtuell dann schauen wir gleich mit anderen YouTubern wie drei, weil schau her, wie geil das Gameplay ist und sowieso und Killstreak Bash und bla bla bla, das kennt ihr ja. Interessant ist aber die Tatsache, dass die Gegner das versucht haben. Und zwar war ich da mit ein paar Abonnenten zusammen, wir haben da gesagt, gut, spielen wir ein bisschen Abschluss bestätigt, einen Abonnent hat gehostet und dann meinte er irgendwie Stellung suchen zu müssen, und irgendwie aus irgendeinem Grund ist Stellung ja der Modus schlechthin, in dem man Streaks aufbauen kann und unglaublich die Gegner vernichten kann. Seitdem euch das Allotrix gezeigt hat, seid ihr ja alle ganz geil da drauf. Gut, und es ist halt so, dass sich verdammt viele Deutsche finden zurzeit, die da irgendwo meinen, sie müssten die geilsten Scores reißen, und die haben in der Pre-Game-Lobby zu uns gesagt, so, also sie, wir haben kein Headset gehabt, oder zumindest die meisten nicht, aber die Gegner hatten ein Headset in Game-Anschluss, und die meinten so, ja, mach du den Blackbird und die MP diesmal rein, diesmal mach ich meine Double Nuklear, und da dachte ich mir, oha, also der eine hat außerdem YouTube im Emblem, also da muss man schon kräftig durchgreifen, dachte ich mir. Und aus diesem Grund habe ich auch FL dabei. Und normalerweise, wenn ich auf dem Exefanta Account Public mit ein paar Abonnenten zocke, dann spiele ich sowas wie Peacekeeper oder M27 oder keine Ahnung, MTA. Einfach nur ein bisschen zu spielen, eventuell ein paar Waffen zu leveln, aber weniger wirklich auf Tryhard. Und in der Lobby habe ich ziemlich gut auf Tryhard dann doch gespielt. Und falls ihr euch dann teilweise fragt, warum ich meinen Blackbird nicht raushau, das liegt daran, ich weiß, die Gegner spielen auf EMPs. Und meine Teammates sind nicht die Besten. Ich meine, ja, ihr seid halt schlecht, das muss man ja sagen, aber es waren schon nicht die Besten dabei, muss man dazu sagen, ja. Da waren zwei gut und der Rest war eher nicht so top. Das merkt man daran, dass die Gegner EMP und Blackbird überhaupt erst erreicht haben. Gut, zu dieser Tatsache, wie gesagt, ich hau Drohne und Konterdrohne so weit raus, um zu checken, ob die Gegner EMP haben, weil Drohne und Konterdrohne nervt sie klarerweise. Ich meine, die wollen ja ihren Blackbird ausnutzen, deswegen hauen sie EMP raus, wenn ich Drohne und Konterdrohne raushau. Aus diesem Grund erst Drohne und Konterdrohne vorschicken und dann dem Blackbird nach, wenn keine EMP in der Luft ist. Das war so mehr oder weniger der Sinn dahinter. Und ich kenne mir da auch relativ gut was zurecht am Anfang noch, weil ich halt meinen Blackbird erreichen will, um die Gegner zu ärgern. Und wir haben es auch geschafft, im Endeffekt sind sie gedashboardet oder geragequittet. Also nur so viel mal zum Gameplay. Ein paar Themen habe ich, ein Thema heute. Ich hoffe, das geht sich überhaupt aus. Aber anfangen würde ich gerne mit etwas anderem. Und zwar haben bei dem einen Commentary relativ viele falsch verstanden, bei diesem Scrimman-Commentary, ja, dass wir Liga Scrim oder, ja, ihr wisst doch, was ich hinaus will. Das ist ein Video da von mir, ne? Und da haben relativ viele falsch verstanden, da haben sie gedacht, wir suchen Leute für unser Team. Das ist nicht der Fall. Für unser Team haben wir genug Leute, die dabei sind. Das Ding ist leider nur, wir haben nicht genug Leute zum Scrimmen. Das heißt, also Scrimmen ist Competitive Spielen, Private natürlich, zu Übungszwecken. Das heißt, man spielt zum Beispiel ein Best of 9. Das heißt, wer mehr Spiele von 9 gewinnt, wer als erster 5 hat, hat gewonnen, um es auf den Punkt zu bringen. Und das Ding ist halt, man spielt da halt entweder Suchen zur Stand Only oder Hardpoint Only, je nachdem, was das Team braucht oder so. Ansonsten macht man einfach so eine SND, CTF, Hardpoint Rotation irgendwie fix, da gibt es ja eine vorgelegte Rotation. Das Ding ist, man muss sich halt darauf einigen, entweder spielt man GB Variant, MLG Variant oder die Dezerto-Regeln. Das Ding ist halt, das muss man sich vorausmachen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja nicht das große Problem. Das Ding ist, dass es kaum EU-Teams gibt auf der PS3, die gern scrimmen wollen. Ich weiß nicht warum. Ich höre so viel, dass so viele Leute Scrim-Teams suchen, aber irgendwie meldet sich nie einer. Und in diesem Sinne nochmal, wenn irgendwer von euch ein Team hat und mit uns scrimmen möchte, das heißt, gegeneinander spielen zu Übungszwecken, könnt ihr mich gerne adden, schreibt es bitte aber in die Freundschaftsanfrage rein, auf der PS3 natürlich only, schreibt es in die Freundschaftsanfrage Scrim rein oder so. Und da übrigens, ich treffe nicht mal eine Konterdrohne, und das ist der nächste Punkt. Und zwar haben vielleicht einige den Eindruck vermittelt bekommen, dass ich mich selbst wie der geilste Spieler ever fühle. Und das ist völliger Nonsens, das ist völliger Blödsinn. Also ich weiß nicht, falls ihr das denkt, tut es mir unglaublich leid, wenn ich da den Eindruck hinterlassen habe. Ich weiß, ich bin besser als die meisten Spieler in Public. Ich bin viel besser als die meisten in Free For All. Ganz einfach, weil ich Free For All verdammt geil finde und das extrem viel gespielt habe. Das heißt, ich bin ja ganz sicher ein sehr, sehr guter Freefall-Spieler. Andere Public-Modi jetzt nicht so, aber trotzdem noch besser als der Durchschnitt oder die meisten. Das Ding ist aber, ich bin auch viel, viel, viel schlechter als die meisten Competitive-Spieler. Das müsst ihr euch erstmal geben. Also, es ist schon so, dass ich gut bin, aber ich bin auf jeden Fall viel schlechter als die meisten Competitive-Spieler. Das hängt halt damit zusammen, dass ich noch nicht so lange Competitive spiele und, ja, also nur, falls ihr den Eindruck vermittelt bekommen habt, dass ich mich irgendwie wieder geil fühle, also ganz und gar nicht. Ich weiß, ich bin besser als viele aus Public, aber immer noch schlechter als viele im Competitive. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema vom heutigen Commentary. Ich rede schon wieder so viel drumherum. Oh, heute ist auch so heiß wie scheiße. Ich war draußen, denke mir so gechillt, yo. Erstmal heute in die Skatehalle rüberfahren und bin ich am Skateboard rübergefahren und wie ich dort ankommen bin, so. Aber das war richtig hart. Also bei uns hat es irgendwie 37 Grad, extrem schlimm. Gut, um das auch mal erwähnt zu haben. Trinkt viel, wenn's so scheiße heiß ist. Ganz ehrlich, bei McDonald's ist schon wieder eine Zahnbrocken, so eine alte Tante.
Gut, ja, gehen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar das Altmachen, euer, habe ich mir gedacht. Und zwar, ich habe ja die Beta von Final Fantasy 14 online, also dieses Realm Reborn. Da habe ich die Closed Beta Phasen 1 und 2 schon gespielt. Die waren, keine Ahnung, schon ewig lang her, sind die jetzt insgesamt. Und die dritte Phase ist jetzt angelaufen. Die vierte wird dann open sein für alle. Und die dritte ist das erste Mal jetzt auch auf der PS3. Und was mir in den Foren so extrem aufgefallen ist, beziehungsweise jetzt wieder mit dem PS3, da viele neue dazukommen sind, extrem auffällt, alle sagen immer, ich will das alte Final Fantasy zurück. Und es bezieht sich jetzt nicht nur auf Final Fantasy. Bei Call of Duty ist es das Gleiche. Alle sagen, COD 4 ist so geil. Macht ein COD 4 Remake. Das Gleiche mit Final Fantasy 7. Macht ein Final Fantasy 7 Remake. Die Fans schreien danach. Und ich wette was, es wird sich verdammt gut verkaufen, der Müll. Sie wollen es aber scheinbar nicht. Sie wollen einfach wirklich ein neues Spiel machen. Und das ist das, was viele nicht begreifen wollen. Wenn man zum Beispiel sagen, bei Final Fantasy Online, das hat nichts mehr mit dem allgemeinen taktischen, diesen Standard Final Fantasy 7 RPG zu tun. Dieses rundenbasierte Kampfsystem ist einfach nicht mehr. Es ist actionbasiert. Und dasselbe bei Call of Duty, die wollen scheinbar in die Richtung größerer Krieg und cineastisches Gameplay gehen. Die wollen nicht Arcade-Shooter, so wie wir es wollen. Die wollen das scheinbar nicht. Und deswegen sehe ich auch ein bisschen schwarz für Call of Duty Ghosts. Man bin mal gespannt, sie haben zwar gesagt, sie werden COD Esports weiter unterstützen, aber bin mal gespannt, dass Esports in Call of Duty kam ja nur, weil es eben Arcade-lastig ist. Das heißt, es ist einfach fast-paced, schnell, es ist cool anzuschauen und es dauert nicht allzu lange. Es hat sich ja ideal geeignet für YouTube-Videos und weiters noch auch zum Kommentieren, also casten, bei Turnieren und so. Die wollen aber, wie gesagt, mehr in die Richtung cineastisch gehen. Das heißt, die Map tut Erdbeben, Regen und Wind und das kann dich so beeinflussen. Und schau nicht, wie cool das ausschaut, wenn er über die Mauern hüpft. Das ist aber Call of Duty Ghost jetzt ganz dick dabei. Und der Hund, ich weiß was, der wird auch eine Killstreak und der wird wieder voll in Szene gesetzt. Ich würde sogar denen abkaufen, wenn sie eine Zwischensequenz im Multiplayer für alle einbauen, wenn einer einen Hund reinruft. Sagen wir mal, da machst du 20 Kills, ohne zu verrecken, und dann kommt auf einmal dein Hund rein und dann haben alle eine Zwischensequenz, so wie bei Nuketown am Ende, wie Nuketown explodiert, dass halt ein Hund über den Zaun springt und wow und bam und wow. Und so in die Richtung, denke ich mir, wird es gehen. Und das müsst ihr mal begreifen. Also ich sehe schwarz für Call of Duty in die Richtung. Andererseits gibt es auch keinen wirklich guten Arcade-Shooter, was bedeutet, es ist eine Marktlücke. Das heißt, der nächste, was dann einen richtig guten Arcade-Shooter bringt, der wird extrem absahnen damit. Und das ist das, was ich euch sagen will. Wir kaufen uns sowieso alle Call of Duty Ghosts, sind wir uns mal ehrlich. Also, es ist ein Call of Duty, wir werden es uns kaufen. Wir werden ablästern und irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir sagen, das hat nicht mehr mit dem früheren, wirklichen Call of Duty sehr viel gemein. Und da werden dann die Fans irgendwo anders hingehen. Und dem müssen wir mal freudig entgegenblicken. Also, es ist so, dass das alte ziemlich sicher nicht neu aufgelegt wird. Ich meine, die können ja nicht jedes Mal einen Call of Duty machen, ein paar neue Multiplayer-Maps und so. Die wollen ja schon auch ein Spiel produzieren. Die haben ja einen Gedanken dahinter. Die denken sich auch, ich möchte ein Spiel produzieren, was neu ist. Ja, sonst würden sie es Call of Duty 4.2 nennen oder sagen wir mal Modern Warfare 2.5 oder sowas. Ja? Das könnten sie ja machen. Machen sie aber nicht. Das wollen sie scheinbar nicht. Die wollen ein neues Spiel, neue Story, neue Hast nicht gesehen und lalala. Gut. Und in diesem Sinne könnt ihr mal eure Meinung auch darlegen zu allen Themen. Wie gesagt, wenn sich Teams zum Scrimmen finden würden, fände ich das relativ cool. Und in diesem Sinne, die Gegner, die ich schon gerage quittet habe, Dixit, da war eine Host Migration, jetzt spielen wir gegen einen Gegner oder was. Nein, jetzt habe ich schon Blackbird rausgehört, da waren jetzt ein paar nachgejoint, jetzt kommt gleich nachher nochmal eine Host Migration irgendwann. Aber sei es drum, in diesem Sinne, mein Name ist Exifanta, ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Mal, haut rein, cheerio, macht es gut und habt noch einen geilen Tag, auch wenn es so verdammt heiß ist. Es ist echt unglaublich heiß. Und ich werde es noch so lange weiterhin, bis das Gameplay aus ist, weil jetzt kommt nochmal eine Host Migration, dann war der Dashboard drin und dann war das auch wieder da. Jetzt sind welche nachgejoint gewesen und jetzt ist der Dashboard gleich real. Jetzt warten wir noch. So, Dashboard, inbound, 3, 2, 1. Gut, macht das gut, tschüss. Überlegt man sich, was kaufe ich mit PS4, Xbox One, kaufe ich überhaupt was oder werde ich ein bisschen warten, und bei mir wird es ziemlich sicher so sein, dass ich sowieso ein bisschen warten werde und mir die anders kaufe.